Moin und herzlich willkommen. Ja, was macht man als Unternehmen Anfang der 80er Jahre zur Hochkonjunktur der Videospiele? Und wenn es dann immer noch Eltern gibt, die sich energisch jeglicher Unterhaltungselektronik im Haus verweigern? Na klar, man bringt die Videospiele als Brettspiel in die Kinderzimmer. Ja, Halleluja. Und wie gut oder schlecht das funktioniert hat, das schauen wir uns gleich mal an. Und zunächst werfen wir dann einen Blick auf den Original-Spielautomaten. Viel Spaß dabei. Ja, Berserk war damals ein sehr beliebter Automat. Der Spieler muss hier den Raum leben verlassen, darf die Wände nicht berühren, muss möglichst viele Roboter erschießen. Zerstört er alle Roboter, gibt's extra Punkte. Wartet der Spieler zu lange, erscheint Evil Otto auf der Bildfläche, ironischerweise symbolisiert durch einen Smiley. Evil Otto ist unzerstörbar, kann durch Wände laufen, also dann sollte man schnell die Flucht ergreifen. Ja, wie man diese Grafik und dieses Gameplay in ein Brettspiel pressen will. Uah, was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt an. Ja, Berserk, der Spielhallen-Hit als Brettspiel von MB 1983. Für Kinder 7 bis 14 Jahre, ausschließlich für zwei Spieler. Ja, und optisch hat das nicht viel mit dem Automaten gemein, aber das haben wir uns schon fast gedacht. So, anders als bei vielen MB-Spielen haben wir hier keine Anleitung im Deckel. Das Spielbrett ist relativ schlicht gehalten, haben wir auf dem Deckel eben schon gesehen. Dann kommen wir gleich zum Spielmaterial. Das sind hier so diese Roboter. Dann haben wir Evil Otto, der sieht nicht aus wie ein Smiley. Und das ist unser Held. Also das sieht alles so ein bisschen nach 60er Jahre Science Fiction aus. Hat mit Berserk, finde ich, nicht so viel zu tun. Dann gibt es hier so ein paar Münzen, die sind dann nachher die Leben für die Spieler. Zwei Würfel und eine extra Anleitung. Ja, das ist auch das, was an Berserk erinnert, der Schriftzug. Gut, wir bauen das mal auf. Tada, schon aufgebaut. Das geht natürlich schnell. Man muss nur die paar Figürchen hier auf die entsprechenden Felder stellen. Ein Spieler übernimmt hier die Rolle des Helden. Der darf hier vertikal und horizontal ziehen, nicht diagonal und davon nicht durch irgendwelche Wände durch. Und der andere Spieler übernimmt Evil Otto und seine bösen Schergen. Die hier, die dürfen genauso ziehen wie der Spieler und er zum Schluss hier dann diagonal und durch Wände durch. Ja, abwechselnd wird gewürfelt. Zum Beispiel würfelt er jetzt eine 2, ein 2. Er würfelt jetzt eine 3 und der Spieler hat einen Vorteil hier, denn der Gegner, der muss seine Punkte aufteilen, zum Beispiel 1, 2, 3. So, nun würfelt er eine 5 und jetzt aufgepasst, jetzt kommt Action. 1, 2, jetzt steht er neben dem. Bautz und Bautz. Hier, Action Feature, 1, 2, 3, 4, 5. Bautz. 2 aus dem Spiel. Sobald 4 erledigt sind, darf er hier versuchen, über das Feld zu entkommen. Und auch erst wenn 4 erledigt sind, darf der gezogen werden. Ja, wenn er das hier dreimal schafft, rauszukommen, dann werden hier die Punkte aufaddiert. Wie viele Dinger wurden hier erlegt. Und wenn er aber dreimal oder fünfmal vielmehr gefangen wird, hier dafür sind die 5 Chips, dann ist das Spiel vorbei für den Helden. Ja, dann ist er tot, hat er 5 Leben verloren und dann werden die Rollen getauscht. Ja, das ist im Grunde das ganze Spiel und wie das in Action aussieht, das sehen wir jetzt. Ja, ich habe hier mal 2 Partien durchgewürfelt und das sieht eigentlich so ganz geckig aus, aber spielerisch, na, das ist Kriegsspiel mit Würfeln, das ist nicht spannend, also das ist echt öde. Und ja, dazu kommt noch, dass das hier mit Berserk von den Figuren eigentlich auch nicht viel zu tun hat. Also für Kinder taugt es nicht wirklich was und für Sammler von Videospielen oder Merchandise würde auch sagen, also wenn man die Sammlung vervollständigen will, okay, aber ansonsten lohnt das nicht. Ja, das soll zu dem Spiel dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und hier sind ja noch ein paar Kartons. Vielleicht schaue ich mir das eine oder andere Spiel für euch nochmal an. Bis dahin, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute. Macht's gut. Bis bald. Ciao.